so viel gewürztes Fleisch gegessen habe, da lässt sich mein Darm eben auch mal zu der einen oder anderen Flatulenz hinreißen. Wir sind aber draußen. Wir machen einfach demnächst, ist es hier kein Kinderwunsch mehr, das ist hier ein Furzvlog. Damit einen wunderschönen guten Morgen zu diesem neuen Video. Heute ist Sonntag und es ist ziemlich hell, merke ich gerade. Normalerweise würde ich jetzt, wie jeden Sonntag, den meine Tochter bei mir ist, gemeinsam mit ihr zum Bäcker laufen. Allerdings hat sie sich krank gemeldet. Sagen wir einfach mal, sie hat sich krank gemeldet. Sie wollte unbedingt mit. Oh, diese Blätter. Sie wollte unbedingt mit, hatte aber dann, als wir gerade los wollten, wollte sie nochmal auf Toilette und hat jetzt gesagt, sie hat Bauchschmerzen, ich soll ihr doch eine Wärmflasche machen. Das habe ich dann auch getan und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt eben schnell einfach mal alleine zum Bäcker. Sehr schade, weil es wie gesagt unsere Tradition ist. Aber was will man machen? Wir wissen noch gar nicht, was heute so auf dem Plan steht. Ihr werdet da genauso überrascht wie wir auch. Wir müssen mal schauen, das Wetter ist heute 1A, soll auch 1A bleiben. Und nach dem Frühstück gibt es dann wahrscheinlich mehr. Ich brauche erstmal einen zweiten Kaffee, vorher gar nichts. Eigentlich trinke ich immer den hier. Der ist quasi schon wie so eine Art Milchkaffee fertig mit Milch. Aber den hier, den habe ich jetzt schon ein paar Wochen nicht getrunken. Und das ist eigentlich mein absoluter Favorit. Nur ich vertrage den nicht immer so. Ich glaube, da sind zu viele Konservierungsstoffe oder weiß ich nicht was drin. Aber den gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Weil wir haben ja Sonntag und Sonntag sollte man alles genießen. Heute werde ich meinen Cappuccino mal mit dieser Milch trinken. Die ist natürlich pflanzlich. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich bin eigentlich so der typische Vollmilchtrinker. Ich achte auch nicht auf Kalorienreduzierung oder sowas. Ich nehme immer echt die mit 3,5%. Die hat auch 3,5% Fett. Allerdings ist es pflanzliche Milch. Und der Nutri-Score liegt bei A. Gut, ist sogar vegan. Nicht nur vegetarisch. Ist richtig vegan. Nein, eigentlich ne, ist mir das egal. Ich trinke auch gerne normale Milch. Ich hatte die jetzt nur mal probeweise geschenkt bekommen. Wir bestellen schon mal bei HelloFresh und da war die mit da drin. Ich glaube, es war bei HelloFresh. Ich weiß es gar nicht mehr. Kann auch sein, dass die bei der Rewe-Bestellung dabei war. Entweder bei HelloFresh oder bei der Rewe-Bestellung war die als Goodie quasi mit drin. Das machen die schon mal, um ein bisschen Werbung zu machen. Dann kann man auch mal was Neues ausprobieren. Ich gebe die mir jetzt einfach in den Cappuccino und dann gucke ich mal, ob ich einen Unterschied schmecke. Ah! Okay, also das Öffnen ist schon mal nicht ganz so einfach. Weil die hat so einen typischen Milchverschluss. Und dadurch, dass es so ein kleines Tetrapack ist und die ist wirklich bis oben hin voll, habe ich jetzt schon fast geschlabbert. Also ist absolut geruchsneutral. Die riecht irgendwie nach nichts. Ich gebe jetzt mal einen Schluck rein. Aber ich glaube, ich muss die auch mal so probieren. Moment. Das interessiert mich ja jetzt schon, ob man den Unterschied schmeckt. Ja. Man schmeckt den Unterschied. Also schmeckt nicht schlecht. Man schmeckt auch, dass es Milch sein soll, aber die schmeckt so nach, wenn hier vorne steht, made from oats. Ja gut, dann weiß man es ja. Pur muss ich jetzt nicht trinken, aber ich denke im Cappuccino geht das. Ich trinke allgemein auch keine Milch gerne pur. Egal. Lasst mich erstmal meinen Kaffee trinken und dann sprechen wir wieder. Ich lasse mir jetzt erstmal ein Bad ein gerade, weil ich habe tierische Kopfschmerzen schon den ganzen Vormittag. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel auf den Bildschirm geguckt, weil ich auch
noch ein paar Sachen erledigt habe am Rechner und weil ich auch schon mal geschaut habe für den kommenden Winter, ob ich für die Kinder schon mal, keine Ahnung, ein paar Pullover oder sowas einkaufen kann. Manchmal kriegt man die ja ganz günstig, wenn irgendwo Sale ist oder auch schon mal gebraucht, auch Vinted, ehemals Kleiderkreise. Aber da habe ich tatsächlich nichts gefunden, was mir jetzt zusagt und auch vom Preis her dann passen würde, weil wenn ich schon gebrauchte Klamotten kaufe, dann will ich dafür nicht den gleichen Preis bezahlen, als hätte ich sie im Geschäft, als würde ich sie im Geschäft kaufen, weil dann macht das Ganze ja auch einfach keinen Sinn. Ich gehe jetzt erstmal baden und verabschiede mich, denn zum Baden nehme ich euch natürlich nicht mit. Wer wollte sich eigentlich nur eine kurze Auszeit nehmen und hat natürlich total die Zeit in der Badewanne vergessen? Richtig, ich. Und wer wollte sich eigentlich eine bildschirmfreie Zeit nehmen, weil sie Kopfschmerzen hatte, aber stattdessen natürlich weiter am Handy war, um noch weiter nach Kinderklamotten zu gucken? Auch richtig, ich. Aber es hat sich gelohnt, denn ich habe bei H&M im Sale ganz günstig Klamotten gefunden, und zwar kurze Hosen für Mirko. Und wer sich jetzt fragt, warum ich am Ende des Sommers kurze Hosen kaufe, kann ich euch erklären, am Ende des Sommers gibt es immer einen Sale, weil alles raus muss für die Wintersaison. Und deswegen kaufe ich mittlerweile, konnte ich früher nicht, als er noch schneller gewachsen ist, die Sommerklamotten am Ende des Sommers und die Winterklamotten am Ende des Winters fürs darauffolgende Jahr. Ich habe jetzt für 11 kurze Hosen und ein T-Shirt sage und schreibe 55 Euro bezahlt bei H&M. Also das hat sich mehr als gelohnt. Normalerweise wollen die irgendwie schon über 10 Euro oder so pro Hose haben, wenn man Pech hat. Deswegen bin ich gar nicht traurig drum, dass ich mir jetzt die bildschirmfreie Zeit eigentlich gar nicht genommen habe. Denn so kann man ja auch mächtig Geld sparen. Und ich muss mir jetzt mal langsam Gedanken machen ums Mittagessen, weil wir haben nämlich jetzt auch schon 13 Uhr. Wir haben noch ein Gericht von HelloFresh übrig. Ich hoffe, dass das noch alles gut ist, was da an Zutaten dabei ist. Und ich werde das so ein bisschen, naja, ein bisschen strecken, sag ich mal, weil Julians Tochter ist ja nicht immer da und deswegen bestelle ich eigentlich immer nur für 3 Personen. Und das Gericht, was ich jetzt kochen will, da ist aber Fleisch drin. Und immer wenn Fleischportionen in den HelloFresh-Gerichten sind, ist es so, dass das Fleisch wirklich pro Person genau abgepasst ist. Bei Nudelgerichten kann man gern mal eine Person mehr einladen, das ist gar kein Problem. Aber halt nicht bei den Gerichten wie jetzt hier. Also ich koche jetzt, ich zeige euch das mal. Das. Und da sind auch Bohnen drin, mag ja nicht jeder. Vor allem Julian nicht. Kriegen die Kinder halt oder Julian noch ein bisschen mehr von dem Fleisch oder von den, was sind das hier, Süßkartoffeln. Und ich esse dafür halt dann mehr Bohnen oder ich mache noch ein paar Nuggets dazu oder so. Irgendwie werden wir schon alle satt kriegen. Warum ich jetzt erstmal gucken muss, ob noch alles gut ist, liegt einzig und allein daran, dass wir, heute haben wir Sonntag und wir kriegen morgen oder übermorgen schon die nächste Packung oder Portion mit den HelloFresh Sachen. Das heißt, dass diese Tüte jetzt oder dieses Gericht noch übrig geblieben ist aus der letzten Bestellung. Und die liegt ja schon fast eine Woche zurück. Und dann kann das schon mal passieren, dass ein paar Kräuter, die dabei sind, oder Gemüse oder so, einfach schon ein bisschen matschig ist. Deswegen muss ich da jetzt erstmal gucken, ob das noch alles so fresh ist und ich alles zum Kochen verwenden kann. Wir haben das jetzt ganz einfach geregelt. Julian hat mich nämlich daran erinnert, dass wir noch Grillfleisch von gestern haben. Gegrillt ist es schon. Und genau, und deswegen mache ich jetzt den Kindern hier und mir diese Schweinefilets, und im Ofen sind Süßkartoffeln. Mirko und ich essen die super gerne, aber Süßkartoffelpommes muss man ja entweder mögen oder man mag sie halt eben nicht, weil die schmecken ja schon ein bisschen anders auch als normale Pommes. Genau, auf jeden Fall mache ich das jetzt für die Kinder und für mich, und Julian mache ich dann noch das Grillfleisch von gestern warm. Ich gucke mal, was ich jetzt noch an Gemüse oder so finde, dass ich vielleicht ein bisschen, wenigstens ein bisschen Rohkost dazu, ein bisschen Gurke schneide oder so. Dass es nicht ganz so einseitig und, ja, ich sag jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ungesund ist. Was ist denn hier los? Ja,
Ich zeige euch jetzt mal, welchen Struggle ich jetzt habe. Hier stehen eigentlich unsere großen Teller. Aber the struggle is real, denn die Teller sind alle in der Spülmaschine und die Spülmaschine läuft. Also habe ich jetzt die Wahl zwischen Papptellern, Tiefentellern oder Suppentellern. Wir hätten auch noch Kuchenteller im Angebot, aber ich glaube, auch da kriege ich das Essen nicht drauf. Ich möchte jetzt auch nicht in die heiße Spülmaschine greifen, um da in irgendeiner Form die Teller rauszuholen, um die zu spülen. Also ich denke mal, dass ich jetzt einfach die Teller nehme. Kann ja eigentlich nicht schaden. Ich habe die Schweinemedaillons noch für die letzten 10 Minütchen mit in den Backofen gelegt, weil ich die nur scharf angebraten habe. Stand auch so im Rezept drin. Eigentlich ist es ganz cool, weil dann ist alles gleichzeitig fertig und nichts ist kalt. Also während jetzt das Essen noch ein paar Minütchen im Backofen braucht, muss ich euch einfach erzählen, wie tollpatschig ich heute bin. Ich habe jetzt schon zweimal die Küche überflutet. Beim ersten Mal wollte ich mir, glaube ich, einfach nur die Hände waschen und habe dann irgendwie noch was anderes gleichzeitig gemacht und keine Ahnung, fragt mich nicht. Auf jeden Fall kam mir da auch schon das Wasser entgegen und lief dann so schön von der Arbeitsplatte runter. Musste ich erstmal wischen und jetzt gerade hatte ich quasi nochmal das gleiche in grün. Ich hatte noch meine Kaffeetasse rumstehen, wollte die ausspülen und irgendwie habe ich, keine Ahnung, zu viel Kraft heute. Hab den Wasserhahn angemacht und dann ist das Wasser in die Tasse rein und im hohen Bogen auch wieder raus. Also ich habe viel zu stark, jetzt klingelt der Wecker, Alexa, Timer aus. Ich habe das Wasser einfach viel zu stark angemacht und auch da habe ich wieder die halbe Küche überflutet. Zum Glück ist es diesmal nicht an der Küche unten runtergelaufen, aber dafür war die ganze Arbeitsplatte nass. Habe ich jetzt auch gewischt. Ich hoffe, mir passiert sowas heute nicht häufiger. Habe mich nämlich auch vorhin, als ich aus der Badewanne gekommen bin, fast auf den Hintern gelegt. Ich glaube, heute ist einfach so ein Tag, da sollte ich nicht viel machen, weil es könnte alles schief gehen. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Das tun wir so. Aber erst haben wir geruht. Und dann werden wir schauen, ob 1000 Schritte tut. Tut. Ja, damit sie es rein. Tut. Und zwar gehen wir mit den Kindern Fahrrad fahren. Möchtest du dazu nichts sagen? Wir gehen mit den Kindern Fahrrad fahren. Also die zwei Rabauken, die alten Raser mit ihren roten Helmen. Und hier sind die zwei Raser. Die zwei Raser? Ja, guck mal, was wieder zwischen uns hier für ein Abstand ist. Ich hab die falschen Schuhe an. Zwischen uns ist immer so ein riesen Abstand, weil Sandra einfach so unfassbar langsam geht. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ob das iPhone das auf die Ohren ist. Sie ist vorbeigefahren. Also, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie hält dann an, weil sie an der Frau nicht vorbeikommt. Mirko ist noch viel weiter. Der ist wieder auf dem Rückweg. Ja, sie hat ja auch gerade angehalten. Aber der Vorteil, den sie hat, sie ist so lange Laufrad gefahren und kann das zumindest mit dem ganzen Gleichgewicht halten und so schon. Aber es ist trotzdem immer noch. Natürlich auch gleich ein Eis essen. Ich krieg eins. Ja, du kriegst leider alles, was du willst. Das ist das Problem. Von mir kriegst du alles, was du willst. Der 50 Minuten ins Auto, ich komm. Hallo! Möchtest du etwas zu deiner Verteidigung sagen? Nee. Das ist, weil ich gestern und vorgestern und heute so viel gewürztes Fleisch gegessen habe. Da lässt sich mein Darm eben auch mal zu der einen oder anderen Flatulenz hinreißen. Wir sind aber draußen. Wir machen einfach demnächst. Es ist hier kein Kinderwunsch mehr. Das ist hier ein Furzflock. Wir haben hier so eine lustige Planwagenfahrt vor uns. Und wenn man mal genau hinguckt, steht da auf dem Schild. Was ist das? Ich weiß, dass ihr schneller seid. Aber ich bin vor euch. Das finde ich so lustig. Ja, ich biege jetzt hier ab, fahre dreimal durch den Ort. Nur in dem komischen Karnevalszug vorbeizukommen. Jetzt habe ich mir gerade von meinen beiden Kindern erklären lassen, dass die blaue Eissorte immer noch so heißt, wie sie in unserer Krise in deiner Kindheit aussah. Blauer Engel. Ich kam nicht drauf, ich habe blau bestellt und ich habe direkt Anschiss von den beiden bekommen. Da hieß es direkt Papa, das heißt blauer Engel. Oh, ich habe einen schönen Hintergrund, ne?
Sieht aus wie ein Blumenmädchen. Wunderschön. Ich finde auch. Ich mach das jetzt auch so. Hi. Mein Doppelkinn verstecken. Sieht direkt viel schöner aus, oder? Als wenn ich jetzt so sitze. Fertig? Sehr gut, weil Fußball fängt an. Wir müssen los. So, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen, mussten uns ein wenig beeilen, nicht nur weil Fußball jetzt anfängt, sondern eben auch, weil es so ungemütlich ist, wenn da die ganze Zeit Wespen fliegen. Und eine ganz gewisse junge Dame, die auch Teil dieses Vlogs hier immer ist, panische Angst vor Wespen. Und dadurch, dass heute Abend nicht mehr allzu viel geht, wir ja schon eine Menge jetzt bei dem schönen Wetter auch erledigt haben, werde ich jetzt den Vlog hiermit auch beenden und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, wie immer, drückt gerne auf Abonnieren. Lasst dem Daumen ein Video hoch. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Das würde uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay.